Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Kamschending Simulator 2015 und wir waren ja das letzte Mal hier bei unserem wunderschönen Bolt stehen geblieben. Ja, unser wunderschöner Bolt. So, da haben wir ja hier schon ein bisschen was reingebaut und ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon eine Folge aufgenommen, in der ich hier schon die komplette Vorderachse und den Motor wieder zusammengebaut hatte. Kurz bevor ich die Aufnahme beenden wollte, hat sich Windows gedacht, ich tue mal ein paar Updates installieren und ich schalte aber den Computer dabei aus, um die Updates richtig zu installieren. Und eigentlich habe ich das ausgeschaltet, dass er das nicht macht, beziehungsweise vorher fragt. Und die Aufnahme war Schrott. Und das Spiel hat auch nicht gespeichert. Und jetzt muss ich alle nochmal machen. Wunderschön, ne? So, aber da wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren und fangen direkt mal an. So, warte mal. Kühler können wir zwar reinbauen, ist uns aber erstmal nur im Weg. Deswegen erstmal die Nockenwelle dran. Dann brauchen wir eine Servopumpe. Wir brauchen alle Filter. Ich glaube, hier der war auch noch ganz. Und eine Batterie brauchen wir auch. So, eine Servopumpe V8. Eine Batterie. Und die Filter. So. Kraftstofffilter. Schließen. OHV ist das. Ja. Okay, nice. So, den da rein. Zündverteiler wollen wir auch noch. So, das brauchen wir auch noch. Servopumpe brauchen wir noch. So, Ölfilter können wir nur von unten ran bauen. Dann Zündverteiler und Nockengetriebe. Zündverteiler. Der ist auch kaputt. Weiß ich, ne? Habe ich ja schon mal repariert. Dann können wir gleich kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zündkerzen. Nockengetriebe. Okidoki. Also, warte mal. Was wir noch brauchen, ist die Steuerkette. Die kann man nämlich auch nicht reparieren. So, den hier wieder oben drauf. Das gute Stück wieder drauf. Das gute Stück wieder drauf. So. Okay. So, warte mal. Was brauche ich noch? Ich brauche noch glaube, nee, scheiße. 1, 2, 3. So. Warte, was war's noch? Moment. Brauch ganz kurz Konzentration. Okay, nicht verwundert sein, denn ich habe das natürlich jetzt alles in der Folge, die ich davor schon mal aufgenommen habe für euch, die es mir aber leider verkackt hat, alles schon mal gekauft. Und was mir jetzt gerade noch so in Erinnerung war, habe ich natürlich jetzt gleich nochmal nachgekauft. So, weil das weiß ich, ist auf jeden Fall kaputt. So, weil hier die Bremszettel zum Beispiel, die konnten wir alle reparieren, das war super. Ach so, hier waren mal diese Kappen hier. Oh, ich schreibe immer Hashtag ab, weil es neben Enter ist. So, okay.
Einmal die noch drauf und dann geht's weiter. Hier, Querlenker. Die sind komplett repariert. Beide Seiten oben und unten. Das hat richtig gut geklappt. So, dann das Teil kann auch schon wieder rein. Stabi kann rein. Querlenker unten kann wieder rein. Ja. Koppelstange drauf. Ach, siehst du, die Federn brauche ich noch. Meines Erachtens waren die nämlich auch Schrotti-Scotti. Ja. It's Data. So, einmal die wieder drauf und die wieder drauf. So, Zahnstange wieder rein. Okay. Die Seite eigentlich fast fertig. Gummitülle wieder rein. Oh Mann, ey. Könnte ich mich immer ärgern. Der Part war fast fertig, ne? Fast. Ach, Kaka. Axtschenkel war es auch noch. Stimmt. Axtschenkel von der B. So, Radnabe. Das auch wieder alles. Oh, wir haben schon 12.100. Oh, wir können Erfahrungspunkt verteilen, sehe ich gerade so. Machen wir gleich. Moment. Oder? Ja, doch, ich glaube schon, ne? Koppelstange drauf. Äußere Zugstange muss auch noch drauf. Obere Querlenker muss auch noch rein. So, warte mal, die Gummitüllen hier. Ups. Haben wir auch noch. Feder drauf. Na komm, mach mal den Querlenker. So. Was war es jetzt noch? Achso, war denn die Gummitülle hier hinten? War es noch? Da ist er. So. Okay. So. Motortechnisch. Schauen wir doch mal. Ölfilter kann wieder rein. Kurbelwelle kann wieder rein. So, und jetzt müssen erstmal die Kolben rein. Beziehungsweise Dings. Nee, das passt, das passt, das passt. Super, aber jetzt schauen wir erstmal ganz kurz. Wir haben ja hier noch einen Punkt zu verteilen. Und zwar schnelle manuelle Überprüfung. Allerdings möchte ich diese erstmal außen vor lassen. Und will erstmal hier Wände A, B. Wände A, B. Boden A. Boden 2B. Bodenstreifen. Fenster, Regal, Heber. Ich will mal den Heber machen. Heber. Wow. Ich kann die Farbe ändern. Party hard. Vor allen Dingen blau hat mir echt am besten gefallen. Boah, das sieht ja räudig aus. Ernsthaft dafür ein Aufwertungspunkt? Ist ja grauenhaft. Na gut. Das ist ja echt grauenhaft. So, warte mal. Das gute Stück muss erstmal wieder runter. Und dann können wir nämlich hier oben am Motor erstmal weiterbauen. Da haben wir nämlich echt noch eine ganze Menge zu tun. So, warte mal. Der Kühler kann wieder rein. Das olle Ding. Das kann wieder rein. Der Deckel hier. Ach so, Steuergehäuse. Nee, das kann doch nicht rein. Aber ja, was rein kann, sind erstmal 8 Kolben mit Bläuel. Und diese Seite noch. Und der noch. So, Motorkopf wieder drauf. Sehr gut. Da brauchen wir auch einen neuen. Kann ich schon mal kaufen. Genau. So, Abgaskrümmer dran. Da haben wir auch nur einen repariert bekommen. Der andere ist leider auch Schrott. Zündkerzen, habe ich die schon gekauft? Ah, die hatte ich gekauft. Nice. So. Und dann müssen die ganzen Dinger hier rein. Die Ventil, Stoß, Stängel, irgendwas. Ventil, Stoß, Stange. Mhm. So. Dann die ganzen Kipphebel wieder drauf. Natürlich jeder Kipphebel mit einer Schraube befestigt. Standard, ne? So.
Das ist richtig Feinarbeit hier. Kann man gute Erfahrungspunkte sammeln, aber davon haben wir ja eigentlich genug. Nein. Motorkopfabdeckung. Ah. B haben wir, glaube ich, repariert. Ach so, nee, warte mal, bin doch hier richtig. Motorkopfabdeckung. A. B brauchen wir, wenn mich nicht alles täuscht, nicht. Ja. Dann einmal hier rüber. So, den Kopf wieder drauf. So, und jetzt wieder die ganzen Dinger hier rein. Boah, das nervt so sehr. So, so, so. Und hat genau gepasst, die wir gekauft haben. Das ist einmal frei. Und dann hier die Stöße. Nee, Kipphebel. Waren's. Kipphebel. 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 So, Abdeckung drauf. Ich glaube, ich noch wieder alle festziehen. Alter Schwede, ey. So, Abgaskrümmer. Krümmer. Abgaskrümmer. Verdacht. So. Auch wieder festziehen. Können wir gleich die Zündkerzen noch mit dran stöpseln. Einmal, zweimal, dreimal. Und da hat die Menge auch gereicht, die wir gekauft haben. Zündkabel ist... Moment. Was haben wir denn hier schönes? V8. V8. So, das kann auch wieder dran. Oh, Ansaugstutzen. Ein Vergaser. Sehr geil. Haben wir auch repariert. Whee. Das spart uns echt eine Menge Geld. Och, und der Vergaser ist auch repariert. Super. Der Luftfilterdeckel auch. Luftfilter haben wir gekauft. Die Abdeckung auch. Ach, ist ein Traum. So, und dann nimmt der V8 doch langsam wieder Gestalt an. Allerdings fehlt hier unten noch ein bisschen was. Nämlich der Steuergehäusedeckel. V8 UHV. Wasserpumpe, die haben wir auch repariert. Sehr gut. OHV heißt in meinen Augen... Warte mal, Riemenscheibe, Koppelwellenriemenscheibe, Wasserpumpenriemenscheibe. Overhead. Irgendwas. Ich glaube, das heißt oben liegende Nockenwelle. Ja. Ich glaube, ja. Und dann gibt es ja noch DOH. Irgendwas. Und das heißt Double Overhead. Ich glaube, zwei oben liegende Nockenwellen. Also, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich jetzt richtig gekauft? Ja. Genau. Also da bin ich der Meinung, so war das gewesen irgendwie so. Ne? Bin mir aber jetzt auch nicht so 100% sicher. Keiner befestigtes Kühlerrad hier mit vier so einem fetten Schrauben. Ey, ich glaube, ich spinne. Der Motor ist fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Alter. Das Ding hat jetzt schon 24.000 Wert. What the fuck? Nice. Super. So, gut, dann tun wir die Presse mal wieder nach oben katapultieren. Denn es geht weiter. Ach so, ey, Motor ist fertig. Ne? Ich habe hier Sprüche wieder auf Lager heute. Nix ist fertig. Hier, die müssen alle noch rein. Echt nur die Hälfte gerade am Start. So, warte mal, dann einen brauchen wir noch. Was war das jetzt hier? Kurbelwellendeckel. Kurbelwellendeckel. So. Auch wieder rein. In die Ölwanne drauf. Oh, die haben wir auch nie hin. So, dann muss man das ganze Getriebe noch. Das muss ja auch noch wieder rein. Alter Schwede. So. Ein Schwungrad für 500. Schnäppchen. Och, Kupplungsscheibe ist repariert. Nice.
Kupplungsdruckplatte. Auch wieder drauf. Die wird festgeschraubt. Genau. Ich bin echt gespannt, ob wir das Getriebe repariert bekommen haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war richtig Win. Nice. Da haben wir richtig viel Kohle gespart. Getriebe repariert. Bombe. Vorrau V8 OHV. So, und dann müssen wir mal ganz kurz schauen. Anlasser ist auch repariert. Ach, ist doch ein Raum. Haben wir auch einen Skill in letzter Zeit. Ist keine Wünsche offen hier. So, jetzt ist aber fertig. Getriebe mit drin. Auspuff schon ein bisschen was dran. Ja, jetzt. Zwei Mittelschalldämpfer. Zwei Endschalldämpfer, okay. Das ist sehr gut. Tank brauchen wir erstmal noch nicht. Dann nimmt uns hier nur die Sicht. Federhaube. Hintere Federn brauchen wir auf jeden Fall noch. Feder. So. Okay, meine lieben Freunde. Aber ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Eine Federhaube brauchen wir auch noch. Hier machen wir erstmal Schluss und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video unbedingt positiv, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Warte mal. Hintere Stoßdämpferabdeckung. Genau. So, und ihr mehr sehen wollt. Vielen, vielen Dank und bis morgen. So sieht's erstmal aus. Tschüss, euer Maggie.